Leute, wir kämpfen erneut gegen Sheila und wir haben so überlegt, ja, ein Mix zwischen Oyo und Juju. Und diesmal bringt Sheila ein Mega Bieber mit, dann sehen wir noch einen Gardevoir. Vielleicht auch ein Mega Gardevoir, ich weiß nicht, aber höchstwahrscheinlich ist ein Mega Bieber. Normales Bio wäre irgendwie komisch. Dann noch ist die Bunnen, dann noch Panzeron, dann noch Tentoxa und dann noch Meistergriff. Hier auf meiner Seite haben wir ein Ayumon und zwar Forstelke und ein Yuyumon und zwar Kagoron. Rest alles Juju, es sei denn bei Toxicroak hat sich was geändert, das weiß ich gerade nicht in dem neuen Meta, aber nun ja. Gegnet auf jeden Fall ein Unlicht-Pokémon. Entschuldigung, was mein Problem ist, denn Sina hat nämlich gar kein Fokus. Gut, sondern CUMZ, um nicht hier zu überraschen, von dem müsste ich einfach mit Hexenkessel anfangen, weil es nämlich die bessere Wahl ist. Es sei denn, er fängt mit Tentox an, was ich nicht hoffe. Ja, alles andere wäre egal, weil ich mit Hexenkessel anfange. Ich hoffe, er fängt nicht mit Tentox an. Hexenkessel hat den Beulenhelm. Und ja, dann wollen wir mal. Und das ist mein, ich meine, 30. Folge, wo ich dann eine lange Pause gemacht habe. Ich habe nämlich die ganze Zeit gelernt, mich auf die Sache konzentriert. Heute habe ich meine Matheprüfung geschrieben. Und ja, ich wollte ja noch ein Infovideo dazu machen. Nehme ich gleich im Anschluss auf, wenn ich schon mal dabei bin. Hab noch viel zu erzählen. Ich habe die E3 verfolgt etc. Mich interessieren sehr viele Spiele auf jeden Fall. Ich bin auch überlegen, endlich mal ein Elgato zu holen. Mann, ist das schwierig auszusprechen. Auf jeden Fall ein Elgato Plus Monitor. Damit ich endlich die PS4 und alle anderen Konsolen Spiele aufnehmen kann. Und ja, siehe da, Workerin, ein weibliches Meistergriff, ist nämlich am Zuge. Und ich weiß nicht, ob ob Donnerwelle die bessere Wahl wäre, aber könnte Guts haben, was nämlich ein Problem wäre. Nun gut, ich könnte trotzdem Donnerwelle einsetzen. Weil wenn es nämlich geburnt wäre, ist es nur voller im Vorteil, hätte es Guts. Und mit Donnerwelle hätte es immer noch einen Speedrop. Vielleicht Guts. Nur vielleicht. Auf jeden Fall vielleicht. Ja, mit Leitteile würde ich hier nicht viel machen. Leider. Ich gehe mal auf den Voltwechsel. Gucken, was der Gegner so macht. Ist auf jeden Fall nicht mit Offensiv was ausgestattet. Ich könnte jetzt an der Stelle auf Arcani gehen und einen Bedrohung rausbringen und dementsprechend würde ich noch weniger Schaden einnehmen. Also hätte es Guts, hätte er jetzt plus 0. So, Arcani mit Überreste, ich recovere mich stetig, das ist nämlich sehr gut. So, ich könnte jetzt nämlich auf den Flammenblitz gehen, ich gucke, was er so hat. Ja, er hat einen Tentoxa dabei, aber nichts dabei, was irgendwie eine Elektroattacke resistet. Und er könnte nämlich drinnen bleiben, das ist nämlich das Problem. Er würde sich fragen, was würde ich denn auch auf jeden Fall machen? Folgendes. Panzeron wäre nämlich total dumm. Alles andere wäre auch eher schlecht, weil die nämlich eher weniger Verteidigungswerte haben. Deswegen gehe ich einfach mal auf den Stromschuss gucken, was er so macht. Er bleibt nämlich drinne. Das war so ein Crit. Und ist noch paralysiert. Okay.
Selbst wenn es auf dem Erdbeben gegangen wäre, ich hätte es auf jeden Fall überlebt, es sei denn, er würde nämlich quitten. Ja, jetzt weiß er, dass ich auf den Stromstoß gehe. Aber ich heile mich lieber. Okay. Oh Gott. Das ist so mies. Zweimal Full Para, das ist so mies. Ja gut. Das hat nicht ausgereicht. Dreimal Full Para. Ja. Was kann ich dazu sagen? Ich würde sagen, das ist extrem viel Pech. Es tut mir so leid. Es tut mir wirklich so leid, aber das ist eben nun mal so. Da kann man irgendwie nicht viel machen, wenn das Pech so eintrifft. Jetzt müsste auf jeden Fall Tentoxa reinkommen. Gloverfield. Oh, ein Gardevoir. Shiny Gardevoir. Nicht schlecht. Somit sinkt es nämlich mein Angriff. Das ist echt gut. Denn dann müsste er nämlich jetzt nämlich raus switchen. Die Frage ist, in welches Pokémon? Ich würde nämlich, falls ich nämlich raus switchen würde, vielleicht in Tentoxa gehen. Oder in Cannonball. Er würde dann, ich weiß nicht, wahrscheinlich Bibo oder so. Aber das kann er nämlich nicht riskieren. Deswegen eher Tentoxa. Auf jeden Fall eher Tentoxa. Ich gehe mal zu Sina. Er bleibt drinne. Okay. Ich tanke die Attacke. Und muss auf eine Kehrtwende gehen. Okay. Ein gescarftes Gardevoir. Das ist alles, was ich zu wissen brauche. Denn dann kann ich nämlich in Ruhe die Tarnsteine setzen. So, jetzt ruft er nämlich zurück zu Panzer-Eron, weil er nämlich die Tarnsteine riecht. Ein Shiny Panzer-Eron vor allen Dingen. Sehr nice. Sieht noch, ich weiß nicht, mehr so in Richtung Bronze aus. Ja, er wird auf jeden Fall auf Auflockern gehen. Und ich könnte auf Hexenkessel gehen. Panzeron kann machen, was er will, wird Hexenkessel auf jeden Fall nicht umhauen. Oh, Tarnsteine, interessant. Gegner hat absolut nichts gegen Elektro-Pokémon. Können es auf Leitheiler gehen, um mich zu recovern. Ruf nämlich zurück. Gloverfield. Sehr schlau. Denn somit erhole ich mich nicht gänzlich mit Schwebe. Gut predicted. Die Frage ist, was wird er jetzt machen?
Wird er wieder auf den Psychoanalyse gehen? Ja, er geht auf Psychoanalyse. Ich weiß nicht, ob Gardevoir Magieflamme kann. Ich glaube eher nicht. Eine weitere würde auf jeden Fall überstehen. Tarnsteine liegen auf jeden Fall. Das hat er nicht weggemacht. Deswegen gehe ich einfach mal instant auf den Gyroball. Oder safe. Ich gehe auf Turbodreher. Weil ich könnte jetzt auf jeden Fall Gardevoir rausnehmen. Ich glaube, das mache ich mit einem anderen Pokémon. Weil jetzt habe ich die Lizitbeere für alle Notfälle, aber das brauche ich jetzt nicht. Jetzt kann ich Cannonball ruhig sacken lassen. So. Jetzt kommt Professor Quark. Mit Tiefschlag. Ich dachte schon, ich habe keinen Tiefschlag drauf. WTF. Na, das hat er gerochen. Nice. Das hat er nice gerochen. Das ist schön. Ja, dann muss ich jetzt auf Hexenkessel gehen. Aber jetzt kommen nämlich Tarnsteine. Das heißt, ich könnte Hexenkessel noch einmal reinrufen, ansonsten ist Schicht im Schacht. Und deswegen muss ich jetzt einfach mal auf den Voltwechsel gehen. Wie gesagt, er hat nichts gegen Elektro-Pokémon, was seine Resistenzen angehen. Tadalina, ich glaube, das war schlecht. Tentoxa ist nämlich schwach gegen Elektroattacken. Aber trotzdem tankt es nämlich richtig gut. Sena kann ich leider nicht reinrufen wegen Slibunna, das ist nämlich kein Problem. Professor Quack wäre in dem Fall auch eher schlicht. Er fehlt auch. Das ist nämlich sehr toll. Aber ich muss jetzt zu Sena. Ich habe leider keine andere Wahl. Giftschleim. Tensoxa kann nicht schneller als Sena sein. Sena hat nämlich 333... ja, auf Level 100, aber 183 ist schon sehr viel. Ja, das Problem ist nämlich... Snibunna. Er kann jetzt nämlich safe in Snibunna reingehen. Und die Z-Attacke kann ich leider nicht mehr einsetzen. Das heißt, ich muss auf eine Kehrtwende gehen. Egal was ich mache. Und er bleibt drinne. Das ist das Problem. Er hätte ins Snibunna reingehen können. Hat er aber nicht gemacht. Er hat sogar die Kloakensoße. Das heißt, ich habe überhaupt keine Chance mehr gegen Italina. Ja, Sena muss ich irgendwie als Fodder benutzen.
Die scheiß Krakensoße. Ich könnte es mal probieren, aber es würde mir nichts bringen. Ja, Giftspitzen ist vollkommen okay. Weil ich habe ja Toxiquark. Oh, hat er keine Krakensoße? Doch, hat er. Dann funktioniert es eben so. Ja, gut, das nehme ich wohl im Kauf. Dann verliere ich eben Lebenspunkte. Ich dachte schon, es funktioniert irgendwie andersrum, dass er quasi Lebenspunkte bekommt. Aber das wollte ich ja. Und Rambos macht immer noch ganz okayen Schaden. Die Lebenspunkte kriege ich ja später wieder. Ah, er ruft jetzt zurück. Jetzt kommen die Stachel oder was? Ja, ich bleib bei Airfield Y. Ah, Wirbelwind. In Rotomid? Ne, in Toxiquark. Ja, gut. Das ist für mich eher ein Vorteil. Aber Panzeron ist immer noch gefährlich. Was hat er gemacht? Wirbelwind und Tarnsteine. Mehr weiß ich nicht, deswegen kann ich nicht drinnen bleiben. Ich gehe mal wieder zur Airfield Y. Ich meine, wenn er mit Wirbelwind in Rotom Heat reinwirft, dann ist es nämlich gut. Ah, Schutzflug. Da hat er es gezeigt. Müsste nicht eigentlich meine Beere aktivieren? Ich meine, ich habe die Wikibeere. Und vom Wesen, ja, das steht hier gerade nicht drauf. Also es müsste nämlich aktivieren, wenn ich kein bestimmtes Wesen habe. Das habe ich nicht. Ich habe es nämlich extra nachgelesen. Das ist nämlich ein bisschen blöd. Aber nun gut. Oh Gott. Jetzt kriege ich alles in Damage. Ich muss auf den Rambus gehen. Jetzt kommt Siedewasser. Ach, jetzt kommt die Beere. Ach so. Ich dachte, das wirkt bei unter 50%. Alles klar. Das ist gut zu wissen. Das heißt, man kann es eher schlecht mit Bauchtrommel kombinieren, weil es ja sowieso bei unter 50% wirkt. Ich weiß nicht, was er mit Jennifer vorhat. Aber wahrscheinlich mit Kehrtwende irgendwas. Weil, ja, ich wollte schon sagen, Rambos tut schon ein bisschen weh.
Aber trotzdem hat es schon etwas Damage gemacht für eine nicht effektive Attacke gegen Kargoron. Kargoron ist sehr nervig, ist aber nicht unbesiegbar, weswegen es nicht in Über oder so gehört, auf jeden Fall nicht. Aber sehr nervig. Hat aber auf jeden Fall Angst gegen Feuer- und Elektroattacken. Und wird deswegen meist getwo-shottet. Midstep meist one-shottet auf jeden Fall. Wirbelwind. Dankeschön. Ah, Sena. Ich glaube, Sena war jetzt nicht so gut. So, Rotom Heat. Dann wird Hexenkiste auf jeden Fall, wobei in der Range, ich weiß es nicht. Ich gehe mal auf den Lightheiler. Er ruft zurück. Ja, Glaberfield. Will mich nicht angreifen. Er hat mich wieder predicted. Ich hätte es kommen sehen müssen. Aber ich müsste wieder eine Tarnsteine überleben können. So, jetzt kommt wieder eine Psychonese. Airfield Dry müsste auf jeden Fall tanken können. Oder soll ich Hexenkessel sacken? Was kann ich denn mit Hexenkessel noch anrichten? Ja, der Toxer ist fast down. Bibo komme ich wahrscheinlich auch so klar mit Arcan. Ich glaube, ich sacke mal Hexenkessel. Und gehe auf den Voltwechsel. Geht auf den Donnerblitz. Alles klar. Hat wohl Kargoron gerochen. Aber ich konnte mit Hexenkessel sowieso nichts viel machen. Weil Bibo würde Hexenkessel auf jeden Fall one-shotten. Definitiv. Jetzt gehe ich wieder auf Airfield Y. So, kommt jetzt ein Toxer rein. Shadow. Ah, das ist Nibuna. So, da kommt auf jeden Fall ein Rambos. Nachthieb. Ist neutral. Ich hoffe nicht. Das ist ein Crit, ne? Das ist kein Crit. Mit Leben Orb. Okay. Das wird knapp gegen Bibo. Ich werde wahrscheinlich gegen Bibo verrecken. Nachthieb macht Aua. Ja, ich würde sagen, Flammblitz volle Kanne drauf. Weil wenn jetzt ein Crit kommt, bin ich weg. Schwertanz. Eigentlich bin ich nicht auf den Morgengrauen gegangen, weil ich war schon am Überlegen. Aber Sheila hat jetzt drei Pokémon mit einer Feuerschwäche. Jennifer.
Ich habe nichts mehr. Ich habe wirklich nichts mehr. Ich säcke mal Hexenkessel und gehe zu Toxiquark. Giftdieb. Okay. Ich meine, wenn jetzt Schlagbohr kommt, ist finito. Gehen wir auf den Tiefschlag. Der hat noch zwei Pokémon. Ich hoffe, Catwin. Okay, der bleibt drinne. Nein, das reicht nicht. Das wird noch sehr interessant. Weil ich habe jetzt Mega Bibel so extremst geschwächt. Und Tanzeroron kann auf Ruhrort gehen, falls nämlich Ruhrort hat. Er hat auf jeden Fall Wirbelwind, Tarnsteine und Sturzflug. Definitiv. Ich weiß nicht, ob ich Tanzeroron irgendwie rausnehmen kann. Und Akani muss ich jetzt reinwechseln, definitiv, damit ich den Betroer hier reinbekomme. Vielleicht überlebt dann Toxwerk einen Sturzflug. Ruheort. Wusste ich's doch. Panzeron hätte den Tiefschlag auf jeden Fall überlebt, beziehungsweise der Tiefschlag hätte dann gar nicht gewirkt. Aber dadurch, da er auf Ruhr gegangen ist, habe ich nämlich wieder einen Zug auf den Flammenblitz. Und er ist auf jeden Fall nicht schneller als ich. Und trotzdem überlebt er die Attacke. Das ist krass. Wirbelwind. Okay. Ich glaube, da Flammenblitz irgendwie so wenig Schaden gemacht hat, Panzeron ist wirklich sehr bulky. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Tiefschlag riskieren, er könnte nämlich versuchen, die AP zu verbrauchen. Auf jeden Fall mit Ruhr etc. Er wird auf jeden Fall auf Ruhr gehen. Wir sind da, glaube ich, in der gleichen Situation wie eben. Wenn ich aber auf Ableitit gehe, verliere ich gegen Bibor. Definitiv. Ich habe nichts gegen Bibor außer Tiefschlag. Leider hat es nicht gereicht gegen Bibor. Und es ist ärgerlich. Tiefschlag wäre zu riskant. Ich hoffe, dass Bibor irgendwie keinen Schlagbohrer hat. Ich muss auf den Ableitip gehen. Ich habe sonst keine andere Möglichkeit. Er wechselt sogar raus. Ich weiß schon, warum. Jetzt hat er den Drop nicht mehr und wird mich nämlich definitiv rausnehmen können. Ich habe aber den Wallband. Das wird nicht reichen. Leider. Ich werde den Tag auch nicht überleben. Jetzt kommt ein Sturzflug. Wenn er viel Damage macht, wird er uns beide rausnehmen.
Läuft. Es ist. Ich weiß nicht, ob es ein Unentschieden ist. Er hat auf jeden Fall gewonnen. Definitiv. Er hat mich zuerst rausgenommen. Dann ist Panzerion wegen Rückstoßschaden umgefallen. Auf jeden Fall speichern. War auf jeden Fall sehr spannend. Muss man schon sagen. Haben beide gut predicted. Und ja, auf jeden Fall. Nein! Moment! Das wollte ich nicht. Sorry. Ja. Also. Das war. Ich weiß nicht. Ich hatte noch nie einen Unentschieden gehabt in der Form. Auf jeden Fall. Top. Und ja, das war die zweite Runde gegen Chila nach einer längeren Zeit. Das ist, glaube ich, die 30. Folge. Und ja, wie gesagt, Infovideo. Kommt auf jeden Fall noch. Falls ich das Info vorher hochgeladen habe, dann werdet ihr es schon erfahren haben. Und ich hoffe, euch hat diesen Kampf gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen hoch geben. Und dann sehen wir uns in dem nächsten Kampf wieder. Tschaußen, Leute!